davon gespeichert? Ich erinnere mich an dich. Daran, dass ich dich am Turm geschlagen habe? Okay, das bringt nichts. Super. Weißt du, wo Silence hin ist? Nein, er ist vor 12,8 Tagen gegangen. Vielleicht ist er... Datenfehler, Strukturen für Verhaltensvorhersage verfallen. Also weißt du auch nicht mehr als ich. Na toll. Weißt du, warum Silence dich in diese Ruin geschleppt hat? Silence wollte, dass du mich hier findest. Offensichtlich. Aber wieso? Was war das hier? An diesem Ort wurde... Ach, komm schon! Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Er nannte es mein Totenbett, mein Grab. Aber du... Das werde ich wohl rausfinden, wenn ich reingehe. Als das geheimnisvolle Signal dich verwandelt hat, erhielten die anderen unter Funktion Gaias auch ein Bewusstsein. Du bist entkommen, als Gaia sich selbst zerstörte, aber sie auch. Wo sind sie hin? Jede Funktion ist den Koordinaten zufolge noch. Datenfehler, Speicherstrom. Ein Haufen verrückter KIs, die sich sonst wo rumtreiben und sonst was anstellen. Peter, danke für den Follow. Mit seinen Kampfmaschinen tötete Festes jedes Jahr Tausende und du... die Welt zerstört. Da draußen sind noch 7 Funktionen, die Ärger machen? Ein deprimierender Gedanke. Du bist deprimiert. Gut. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du einen tollen Charakter hast, Hades? Erkenne Sarkasmus. Ja, dachte ich auch nicht. Silence hat dich nach dem geheimnisvollen Signal befragt, das dich aufgeweckt hat und dir ein Bewusstsein gab. Wer hat es gesendet? Signal von Meistern gesendet. Und wer sind die? Meister erweckten mich, um Leben auf der Erde zu zerstören. Warum das denn? Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Das bringt's ja voll mit dem Typen hier. So. Silence hat dich nach dem geheimnisvollen Signal befragt, das dich aufgeweckt hat und dir ein Bewusstsein gab. Wer hat es gesendet? Signal von Meistern gesendet. Und wer sind die? Meister erweckten mich, um Leben auf der Erde zu zerstören. Warum das denn? Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Kann er auch noch was anderes sagen? Das ist aber schon... Okay, das ist nicht mehr... Es reicht. Beenden wir es jetzt. Glaubt Aloy immer noch, dass sie Gaia wiedererwecken kann, das Leben auf der Erde retten kann? Ja, Aloy glaubt das. Dann bist du fehlgeleitet. Vernichtung unvermeidlich. Was weißt du schon davon, Hades? Du wolltest die Erde zweimal zerstören und bist beide Male gescheitert. Das Einzige, was du je vernichtet hast, warst du selbst. Dieses Mal rettet dich keine Lanze. Das ist inkorrekt. Dreimal hat Hades Leben ausgelöscht. Was? Das weißt du noch? Ja, Daten intakt. Nicht lebensfähige Biosphären würden 2154, 2161 und 2168 aufgegeben. Und das war vor Jahrhunderten. Dazu wurdest du geschaffen. Aktuelle Biosphäre, Version
5. Es wird keine Version 6 geben. Das muss es auch nicht, denn ich werde diese retten. Massenüberbrückung aktiviert. Zum Aktivieren Name und Rang eingeben. Elizabeth Sobeck, Alpha Prime. Massenüberbrückung aktiviert. Löschprotokoll wird bereinigt. Ah, das ist nicht mehr? Aloy, du hast dich um Hades gekümmert. Ja. Könnte er dieses Mal vielleicht tot bleiben? Wird er. Vertraue darauf. Vertrauen? Ja. Vertrauen. Da ich das getan habe, was du nicht konntest und das unbezahlbare Wissen von Hades extrahiert habe, kannst du darauf vertrauen, dass ich dieses Mal wollte, dass du ihn zerstörst. Also sind wir wieder bei Hologrammen angekommen. Hast du Angst, dass ich dich umbringe? Es gibt einen Grund. Und du nutzt immer noch dieselbe Spyware, die ich sehe. Also hättest du einfach rangehen können, wenn ich anrufe. Aber du wolltest wohl einfach weiter spionieren. Mir geht es schon seit Monaten nicht mehr um dich, Aloy. Ich musste Arbeit erledigen. Stundenlange Recherche. So intensiv und zeitraubend, wie sie auch für das Schicksal des Planeten wichtig ist. Ja, natürlich. Du willst einfach nur die Welt retten. Das stimmt. Der Unterschied ist nur, dass ich im Gegensatz zu dir Ergebnisse erziele. Hast du ein Gaia-Backup gefunden oder nicht? Oh ja. Ich glaube schon. Wo? Voilà. Warum glaubst du, habe ich dich hergebeten? Hinter der Luke mit Generkennung liegen Reste einer Anlage, in der das Hades-Löschprotokoll perfektioniert wurde. Ein Testkreislauf, der hunderte von Szenarien getestet hat. Alle mit einem Gaia-Backup. Das hat Hades dir erzählt? Ich musste ihn überzeugen. Aber ja. Also, bist du bereit, das zu holen, wonach du seit 6 Monaten suchst? Oder willst du einfach mit offenem Mund da rumstehen? Mit offenem Mund würde ich sagen, nein, Spaß. Du sagtest, du warst beschäftigt. Außerordentlich beschäftigt. Aber nicht so beschäftigt, dass du keine Zeit hattest, den Tenakt beizubringen, wie man Maschinen überbrückt. Und sie reitet. Aloy, du solltest dich nur damit beschäftigen, wie du ein Gaia-Backup bekommst. Mit mehr Konzentration könntest du eventuell sogar Ergebnisse erzielen. Du streitest es nicht ab, Silence. Verstehe es so, wie du willst. Nur damit wir uns richtig verstehen. Hades hat gesagt, es gäbe Gaia-Backups da drin. Ja, oder zumindest gab es sie. Vor 1000 Jahren. Backups, die nicht gelöscht wurden, als Ted Farrow alle Apollo-Kopien gelöscht hat. Korrekt. Hades zufolge konnte man nicht über ein Signal auf diese Anlage zugreifen. Nicht mal Ted Farrow konnte an die Daten hier. Backups. Mit kompletten Daten von Gaia und ihren Unterfunktionen. Alles für einen Neustart des Systems. Um Kontrolle über das Terraform zu bekommen, das Leben auf der Erde zu retten. Da drin? Das hat Hades gesagt. Worauf wartest du denn dann noch? Du laberst doch schon wieder Kacke. Hat Hades gesagt, woher das geheimnisvolle Signal kam? Das ihn aufweckte und Leben zerstören wollte? Ja, hat er. Sagst du es mir? Irgendwann, ja. Aber immer der Reihe nach, Aloy. Soweit ich weiß, musst du immer noch eine superintelligente KI namens Gaia neu starten. Ja, dieselbe Gaia, die sich vor 20 Jahren wegen des Signals zerstören musste. Das Signal wird seit Jahren nicht mehr übertragen. Es ist keine Gefahr mehr. Was, wenn es wiederkommt? Sagst du? Wird es nicht. Selbst wenn es, naja, die Details sind kompliziert, aber das Signal hat Hades zum Handeln gezwungen. Wenn du Hades aus den Backups löschst, ist Gaia in Sicherheit. Und jetzt hör auf zu trödeln und hol dir ein Backup. Ach,
traue dem nach wie vor nicht, dem Typen. In Ordnung. Ich suche in der Einrichtung nach einem Gaia-Backup. Aber damit das klar ist, Silence, wenn das wieder einer von deinen Tricks ist... Es ist eine Luke mit Generkennung, Aloy. Du bist die einzige Person, die sie öffnen kann. Wie sollte das eine Falle sein können? Wenn du mich noch einmal reinlegst, Silence, dann treffen wir uns zu unserer nächsten Unterhaltung wirklich. Obwohl du nicht viel sagen könntest, weil mein Speer in deinem Hals stecken würde. Aloy, dank mir ist alles, was du dir wünschst, was du in den letzten 6 Monaten versucht hast zu erreichen, endlich in Reichweite. Also, ich weiß, dass du als Nora Ausgestoßene keine Manieren gelernt hast. Oh. Aber in einer solchen Situation sagt man Danke. Und dann sage ich, gern geschehen. Mehr Manieren als du, Penner. Komm, ey, Leute, lass uns Spaß haben. Rinder in die Kiste. Ja, dann wollen wir mal. Identity-Scan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zugriff genährt. Guten Tag, Professor. Ach komm! Bitte eintreten. Soll das ein Witz sein? Ich glaube, wir haben Glück. Glück? Die Tür ist völlig zerstört. Offensichtlich. Aber du kannst trotzdem hindurch. Wenn du noch etwas geduldig bist. Siehst du diese Kristalle? Die Osram nennen sie Feuerglimmer. Sie sind brennbar. Nicht stark genug, um so eine Tür zu sprengen. Aber vielleicht stark genug, um sie etwas weiter aufzubrechen. Ganz genau. Das geht nur mit einem Anzünder. Ich schicke dir jetzt die Pläne. Um ihn zu bauen, brauchst du Maschinenteile und das Öl vom Brennkraut. Es wächst nur unter Wasser. Aber in der Nähe gibt es einen See. Die Teile sind komplizierter. Du brauchst eine Waffenspule aus der Energiezelle eines Sprungschlägers. Nein. Entferne die Energiezelle, bevor du die Maschine erlegst. Sonst zerbricht sie. Alles klar. Ein Scheiß Ernst? Ich muss so einen Karnickel töten? Wie soll das vorher da raus? Oh Mann, ey. Was ist das Ding, ja? Super toll. Diese Maschinen sollten die Teile für den Anzünder haben. Ich sollte einen scannen. Mein Fokus zeigt mir, wo das Teil ist. Also die Energiezelle, ja? Das Ding hinten am Schwanz. Die Energiezelle. Ich markiere sie im Fokusdisplay. Ich muss es holen.
Ja, toll, es sind gleich drei, ja? Super, weil ich sonst auch nichts zu tun habe hier. Okay, die gehen nicht mit einem mal kaputt. Komm, dreh dich weg. Ups. Sie wissen, dass irgendwas nicht stimmt. Okay, ich habe die Teile für den Anzünder. Jetzt brauche ich nur noch etwas Tiefwasserbrennkraut. Total toll. Jemand hat einen Hammer an der Maschine gelassen. Das sehe ich mir näher an. Das ist doch... Das ist doch Erend, Steiner. Ich wette, ein Schlag mit dem Hammer ist laut wie Donner. Er stammt sicher von einem begabten Schmied. Ich sollte mit meinem Fokus eine Spur suchen. Ist doch Erend. Der Hammer ist schon Erend. Ist das schon so ein lustiges Kraut? Jawohl. Tiefwasserbrennkraut erledigt. Jetzt muss ich das Ding nur bauen. In der Nähe des Eingangs zur Anlage gibt es eine Werkbank. Mit der du anhadet, sieht fast wie ein Teil einer Brutstätte aus. Oder der Überrest von einer Art Tempel? Geschnitzte Figuren. Die eine sieht grob aus, die andere eher zart. Kriegstotem gesammelt. Okay, das gibt's hier unten. Rostgrauhabicht-Areal. Super Sache. Kann mir nichts Besseres vorstellen. Als die Scheiße. Aber Spur ist weg. Okay, offensichtlich gab es hier nichts weiter. Irgendwann werde ich schon trocknen. Ja, nee, das mache ich lieber nicht, weil, wenn da Schnappmäuler im Wasser sind, ist bestimmt unangenehm. Ich laufe jetzt einfach mal zurück. Thank you.
Oder was heißt laufen? Ich reite. Ne? Und da kann ich endlich diese hässlichen Kristalle wegballern. Jawohl! Die Höhlen sind uns sicher, Leute. Ganz sicher. Special-Ausrüstung. So. Herstellen. Auf geht's. Da. Damit sollte ich den Feuerglimmer anzünden können. Eine wirklich nützliche Kombination. So habe ich die Prozessorkugel überhaupt erst aus dem Horus gelöst. Na toll. Geh lieber einen Schritt zurück. Die Tür ist wirklich sehr im Arsch. Dann geh ruhig weiter. Mit diesem Anzünder kann ich den Feuerglimmer anzünden, den ich eben gesehen habe. Konzentrier dich auf die Aufgabe, Aloy. Oh, das habe ich vermisst. Die Teile habe ich echt vermisst. Diese unterirdischen Bunkeranlagen. Oh, geil. Hier ist alles überschwemmt. Und auf der anderen Seite ist noch eine Tür mit Generkennung. Wenn es Gaia-Backups gibt, sind sie bestimmt dort. Ich muss irgendwie darüber kommen. Okay. Ich geh erstmal hier rein und guck, was es hier drin gibt. Das sieht mir nach... Keine Ahnung. Empfangsraum aus. Kontroll. Bla. Irgendwas. Ja, Terminkalender. Travis Tate. Von dem haben wir schon gehört. Elizabeth Sobeck. Hank Shaw, den kennen wir auch irgendwoher. Sicherheitsteam Bravo. Okay. Die wollen jetzt aber nicht, dass ich da reinhüpfe, oder? Kommt mir bekannt vor. Ich kämpfe mich durch verfallene Ruinen, während du durch meinen Fokus spionierst. Werd nicht nostalgisch und such lieber weiter nach einem Backup. Mein Zugwerfer könnte mir nützlich sein. Ja, das ist eine Sackgasse. Also doch eher in die andere Richtung. Diese Leiter wäre vielleicht eine gute Idee. So, dann muss ich wenigstens jetzt nicht mehr
Warum klettern? Die Tür ist zu. Aber daneben ist irgendein Gerät. Ja, Energiezellen. Wie ich sie liebe. Eine Energiezelle. Nach 1000 Jahren immer noch ziemlich geil, dass sie funktionieren, tatsächlich. Hat geklappt. Da bin ich mal gespannt. Oh, offenes Areal oder was? Da ist wieder eine Energiezelle. Was ist über mir? Ja. Ich weiß, dass es hochgeht. Ich wollte erst mal unten gucken. Hat sich irgendwo verhakt. Das da rein oder muss das da raus? Ich glaube, es muss rein. Ja, gerade noch so. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Was war das für ein Raum? Da scheint noch eine Konsole zu sein, die Energie braucht. Mhm. Frage ist nur, wo kriegen wir die Energiezelle her? Aber hier fehlen tatsächlich zwei, oder? Das Gerät in dem anderen Raum. Vielleicht hilft mir die Energiezelle. Die Konsole ist abgeschaltet. Kann ich die Tür hier aufmachen? Warte mal. Mein Fokus etwas, das ich übersehen habe. Zündeli. Hallöchen! Ja, na klar, da geht natürlich die jetzt auch wieder zu, oder? Nein? Oh, doch nicht. So, erstmal hier rein, mal gucken, was da passiert. Elizabeth und Travis Tate. Aha. Oh Mann! Ich sag's dir, Liz. Nach der Nummer musst du mich lieben. Ah, ich habe mir vorgestellt, wie die Fasinestrottel diese falsche Gaia öffnen. Und ich dachte, dass sie wissen müssen,
dass sie von uns kommt. Das ist kein Streich, Travis. Ich habe nur einige Avatare gescriptet. Was von dir, was von mir. Um unsere Botschaft persönlicher zu machen. Kannst du sie einfach schicken? Sobald sie kompiliert wurde, dann sollten wir beide feiern. Ich habe Partyutensilien dabei, Pizzarollen, Absinth und ein paar Foodbags. Sobald wir hier fertig sind, gehe ich zu Bryce zurück.